Ich habe bei meiner Mama gewohnt vorher. Und da habe ich halt zu Mama gesagt, ich möchte gern auf eigene Beine stehen. Da war ich auch im WZB-Praktikum gemacht. Dadurch bin ich ins WZB gekommen. Ich bin in der Montagebereich. Also ich arbeite als Schlosser. Stand 2019 betreuen wir rund 200 Menschen mit Behinderung in unseren diversen Wohngruppen, WGs, Apartments oder im Einzelwohnen. An vielen Standorten im Landkreis Neunkirchen und den Gemeinden ist es möglich, eine Art Rund-um-die-Uhr-Versorgung anzubieten. Sehr viele Menschen mit Behinderung können bereits in ihrer eigenen Häuslichkeit leben. Sie haben einen eigenen Mietvertrag und werden nur noch stundenweise von unseren Fachkräften unterstützt. Hier ist das Ziel Hilfe zur Selbsthilfe. Wir machen Unternehmen flexibel. Unternehmen lieben es, komplette Prozesse bei uns auszulagern. Ob es saisonal bedingte Arbeiten sind oder ad hoc, wir können agieren und liefern. Am Anfang hat jemand gesagt, wir nehmen dich mit ins Praktikum. Und dann sind wir uns gefragt und haben uns das mal angeguckt. Und seitdem schlafe ich in dem WZB. Im Jahr 1989 war bei WZB der Beginn der Reinraumtechnik. Heute bietet das Werk rund 140 Werkstattbeschäftigten einen sinn- und anspruchsvollen Arbeitsplatz an. Dekontaminierung und Sterilisation werden in drei unabhängig voneinander betriebenen Reinräumen abgearbeitet. Ich schaffe den Reinraum jetzt 25 Jahre und schaffe Giere im Reinraum. Als Full-Service-Lieferant bieten wir die Herstellung der Reinraumbekleidung, den Reparaturservice und die Aufbereitung an. Bekleidungsteile werden auftragsbezogen zugeschnitten und angefertigt. In diesem speziellen Bereich spielen die Werkstattbeschäftigten eine große Rolle und arbeiten unter dem Motto „Alles aus einer Hand“ jeweils einen Teilprozess ab. Ich arbeite seit 20 Jahren hier in der Näherei. Die Arbeit ist vielfältig, abwechslungsreich und macht mir nach 20 Jahren immer noch Spaß. Die Vorteile bestehen darin, zum einen, dass der Mensch mit Behinderung aktiv an dem Produkt mitarbeitet. Jeder Ausdruck, jeder Flyer wird hier bei uns manuell durch die Mitarbeiter gefalzt. Und das macht natürlich sehr viel Spaß, wenn die Werkstattbeschäftigte mit dem Produkt zusammenarbeiten und sich dann auch mit dem Druckprodukt identifizieren. Meine Aufgabe ist Falzarbeit. Macht Spaß. Im Druckbereich sind wir in drei verschiedenen Drucksegmenten aufgeteilt. Einmal Digitaldruck, dann auch der Offsetdruck und auch der Inkjetdruck. 71 habe ich angefangen. Die ist ja schon 40 Jahre in der WZB. Wir in der Schreinerei produzieren mit 25 Werkstattbeschäftigten von einfachen Kisten, Verkaufsdisplays bis hin zu hochwertigen Möbel, Einrichtungen für Wohnheime, Küchen. Die ganze Palette an Möbel ist da eigentlich vertreten. Die Arbeitsatmosphäre ist super, die Chefs sind klasse und locker vor allem. Der Umgang miteinander ist lustig. Im Fachbereich FBI, Fachkraft für betriebliche Integration, werden Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt. 5 pädagogische Fachdienste führen im APZ Qualifizierungsmaßnahmen individuell mit einzelnen Werkstattbeschäftigten regelmäßig durch. Diese Angebote können aus dem kreativen Bereich, aber auch Arbeiten am PC oder im Bereich der Lebenspraxis wie Kochen sein. In RWZ habe ich gern getanzt, gekocht und gern geturnt. Das ist auch gut als Auslandsarbeit. Unsere Aufgabe ist halt die Versorgung unserer Werker mit Mittagessen. Wir kochen für Schulen, Kindergärten, Nachmittagsbetreuungen und schicken täglich so zwischen 2000 und 2100 Essen raus. Ich mache alles gerne hier drin.
Alle sind nett zu mir. Das CFK ist Tagungshotel, Restaurantbetrieb, Eventlocation und Inklusionsbetrieb. Ich arbeite gern mit Tieren. Hühner, Schweine, Bullen. Ich gehe morgen zu den Legehühner und dann gehe ich zu den anderen Hühnern. Wir haben ja hier in der Runde noch Hühner. Mein Tagesablauf so quasi. Also ich bin vorne im Bereich Versand tätig, ich mache dort Bestellungen, verpacke das und mache das Versand fertig für den nächsten Tag. Was mir am meisten Spaß macht, ist mit Kunden zu arbeiten, weil da lernt man neue Leute kennenlernen und so. Das Haus hat mir Spaß gemacht und WSB ist gut für mich.